Was für eine Party! Doch so richtig Zeit zum Verschnaufen bleibt kaum. Hallo! Isa und Caro packen an und aus. Magic. Ob Beta-Testerin Melle ihr Go für den Betrieb gibt? Spaghetti. Jetzt hör ich nix. Oh mein Gott. Was eine Nacht. Ey, die war atemberaubend. Ich lasse dir den Vortritt. Reden wir noch drüber. Atemlos, würde ich sagen. Magic. Es war einfach nur Magic. Bis heute ist es surreal, dass es einfach so unser Laden ist. Dass wir das jetzt einfach hier so eröffnet haben. Ich meine, guckt euch das an. Und diese Wand hinter uns einfach so crazy, ja, wie wunderschön das aussieht. Wenn man von vorne, von der Theke aus hier hinschaut, mit der Wand im Hintergrund, das ist schon krass. Mit den ganzen Farben und dem Schriftzug. Eventually. Catrice hatte uns gefragt, ob wir persönliche Gegenstände mitbringen. Ich habe aus dem Office so ein Coffee Table Book. Hast du das auch durchgeguckt? Sie hat das nur gekauft, weil es gut aussieht. Das aber eine besondere Bedeutung hat, weil ich mittlerweile in drei Büros war. Und dieses Buch hat mich immer begleitet. Und jetzt liegt das halt hier und das ist irgendwie total schön. Dann Musik. Ich habe die gleiche in weiß. Egal wo ich bin, es läuft immer Musik. Deshalb war mir die total wichtig. Und, guck mal. Eine Kerze? Ja, wir haben nämlich eine Duftkerze rausgebracht. Caro Kauer Label hat eine Kerze auf den Markt gebracht mit dem Duft vom Parfüm Nummer 1. Wenn es ein Raum ist, der gut riecht, dann kommen die Leute auch gerne. Das ist jetzt alles in der Theke verstaut. Meins sieht nicht so ästhetisch gut aus. Einen pinken Tintenfisch, den kannst du umdrehen, der ist einmal böse und einmal happy. Dann habe ich einmal einen Axolotl, das habe ich geschenkt bekommen von meiner Community. Und weil das irgendjemand passt hier voll gut rein von den Farben. Unsere Polaroid-Kamera geklaut, das habe ich nur noch. Ich habe niemanden verdacht. Niemanden. Perfekt. Ja. Ist da ein Film drin? Ja. Das ist einfach die persönliche Note von uns, die es irgendwie noch gebraucht hat. Ich muss mir neue Sachen kaufen für den Streaming-Hintergrund. Und das Bild? Endlich wurde ich nicht getroffen. Okay. Bevor ihr eure ersten Freundinnen empfangen könnt, aufräumen, Ladies. Die Party ist vorbei. Für die perfekten Putzmoves verwandelt euch in einen NPC-Sims-Charakter. Who got the moves? Das heißt, wir müssen wahrscheinlich so ein bisschen putzen wie so ein NPC, weißt du? Dieses. Gott, du musst so tun, als würdest du putzen. So. Okay. Und an eine andere Stelle. Kannst du mir das mal ganz kurz noch mal zeigen? Also. Und dann bleiben wir doch mal stehen. Und dann. Voll schwer, ich kann es einfach nicht. So, so. Oh, Sasa, so Mama. Haben wir gut gemacht. Haben wir echt gut. Reicht. Hallo, ihr zwei. Ich bin Melina. Ich habe eigentlich Lehramt studiert und habe nebenbei so ein bisschen Instagram gemacht. Melina kam vorbei. Melle, oh mein Gott. Am besten greift mal jemand nach dem Umschlag, wer möchte. Die Caro macht das. Das war voll überraschend. Isa und ich haben uns tatsächlich auf einem Horror-Event kennengelernt. Melina ist eine gute Freundin von dir. Sie sind richtig, richtig gute Freundin, ja. Wir haben uns gesehen und voll gut verstanden. Isa hat mir gefühlt die Hand gebrochen an dem Tag. Weil wir sind durch solche Horrorhäuser gelaufen, wo man halt an jeder Stelle erschreckt wird. Und Isa hat sich ganz doll an meiner Hand festgehalten. Der TÜV ist da. Melina wird den Store als erste Kundin auf Herz und Nieren testen. Zeigt, was ihr habt. Ich hatte als Gepäck Boxen und die T-Shirts dabei. Und die sollten nämlich ihren Store quasi damit einrichten. Und ich wollte einfach mal schauen, wie die beiden das machen. Sieht cute aus. Cool, dreh dich mal. Ja, und da musste ich so ein bisschen nachhaken und noch mal fragen, ob das so bleibt. Vielleicht was so das Bild angeht, dass es stimmig ist. Wir haben ja in der Schule auch das Tafelbild und da strukturiere ich auch immer alles in meinem Kopf so. Im Endeffekt war ich dann super zufrieden mit der Einrichtung, wie sie es gemacht haben. Es sah toll aus. Super. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus, der erste Eindruck. Meanwhile. Ich würde sagen, wir machen einmal so ein kleines Fresh-Up. So ein bisschen Pop, so Maggi. Welche Farbe ist deine Lieblingsfarbe? Ich mag Nude, aber wenn es um Farben geht, dann so Flieder vielleicht. Gibt's irgendwas an dir, was du besonders gerne magst? Ich mag vielleicht meine Augen sehr gerne. Also wenn wir die betonen können, wäre es super. Sehr gerne, ja. Was hast du denn für eine Augenfarbe? Blaugrün. Blaugrün sehe ich auch. Mein persönliches Highlight heute war auf jeden Fall das Schminken mit der Make-up-Artistin. Ich fand das mega cool, professionelle Tipps zu bekommen und auch zu hören, wie sie das so machen würde. Wenn wir ein bisschen mehr ins Rot gehen, wird das Grün mehr rauskommen. Wenn wir ein bisschen mehr ins Orange gehen, wird das Blau mehr rauskommen. Wir könnten auch dein Auge optisch so ein bisschen verlängern, indem wir einfach hinten so einen leichten Liner ziehen. Und weißt du auch, was das Krasse ist, Melle? Ja. Dieser Lip Lacquer,
Wird global verkauft. We go international. Later. Gibt's auch Getränke hier bei euch? Wir haben Signature Drinks. Wir können einen mit unserem Gesicht drauf machen. Echt? Willst du Isa drauf haben oder mich? Ja, danke auch. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Das sieht aus wie ein Foto. Sag, ob das gut ist. Wenn nicht, ich schmeiße raus. Ist gut. Ich finde, ihr seid schon richtig gut am Punkte sammeln. Ich fand sie voll faszinierend, wie ruhig sie ist, wie lieb sie ist. In jedem Satz hat man ihre herzensgute Art gespürt. Ich denke, es wird eine gute Bewertung, wenn der Rest auch noch passt. Ich glaub, ja, macht ihr sehr gut. Es muss gutes Make-up werden. Es geht hier um alles. Melle ist Lehrerin, aber man merkt nicht, dass sie Lehrerin ist. Das feiere ich halt voll. Sie ist nicht so jemand, die penetrant versucht, dich die ganze Zeit zu korrigieren, sondern lässt dich einfach leben, wie du leben willst. Du hast voll das krasse Lippenherz. Weil ich habe ja voll das Ausgeprägte auch. Kann ich den klauen? Den Lippliner? Du hast den schon benutzt. Ich habe den benutzt. Eigentlich gehört er mir. Angeschleckt meins. Isa. Und was klaust du hier? Gar nichts, ich frag nach und dann nehme ich es mit. Ich würde das Sofa mitnehmen. Ich wollte dich auch noch mal fragen, ob du weißt, was vielleicht dieses Jahr die Trends sind. Definitiv Metallic und Duochrome. Und absoluter Trend dieses Jahr. Farbiger Eyeliner. Also definitiv Mut zur Farbe. Ich glaube, Farbe kommt wieder mehr und mehr und mehr. Deswegen machen wir heute ja auch mal einen schönen grünen Liner bei dir. Melle wurde geschminkt in einer Farbe, die wirklich außergewöhnlich ist. So türkis, ich hatte das selber auch noch gar nicht drauf. Es war auf jeden Fall richtig cool, auch mal verwöhnt zu werden und mal dieses Feeling zu haben, wie es ist, geschminkt zu werden, professionell. Das Gefühl so, wie die Stars sich vielleicht auch manchmal fühlen. Und das war eine tolle Erfahrung. Ich finde es gerade cool, dass die Leute, die herkommen, auch diese Erfahrung machen können. Und das auch noch umsonst. Ich bin sehr froh, dass es ihr gefallen hat. Und wir haben auch ein bisschen Sommersprossen bei ihr ausprobiert. Ganz ehrlich, Caro, hast du die Sommersprossen noch mal gemacht? Ehrlich? Das sind meine Sommersprossen, die ich gemalt habe. So, jetzt mache ich die immer. Ich will auch so eine Porzellanhaut, wie du sie hast. Dann würde ich mir, glaube ich, auch Sommersprossen. Das sieht schon echt cute aus. Was wir noch nachrüsten müssten, wäre ein kleiner Handspiegel, damit sich dann die Leute, die hier geschminkt werden, auch im Spiegel anschauen können und sich auch alle Details nochmal angucken können. Das wäre super, so ein kleiner Spiegel. Verdammt, doch nicht mit der Note, sehr gut. Von 1 bis 10, sage ich ehrlich, bist du eine 10 von 10, aber warst du auch schon vorher. Danke, Isa. Dankeschön für die Tipps. Danke euch. Wir gehen jetzt zu der Nagelstation. Ich sehe schon einen großen Nagellack hier stehen. Das wäre richtig cool für deinen Hintergrund. Ja, so ich habe doch gesagt, Catrice. Und das Krasse ist auch einfach, man kann hier, also wir haben ja immer die Make-up-Station, wo du dich immer so umsonst schminken kannst. Und hier kannst du einfach kostenlos für 0 Euronen deine Nägel machen. Wenn ich weiße Nägel hätte, würde ich tatsächlich sogar den Sticker hier nehmen. Aber ich habe ja rosa drauf. Ich finde so eine Kirsche. Ich finde rot und rosa ganz schön. Ich finde Caro mega hübsch. Da könnte ich mir vielleicht Inspiration holen an der Art, wie sie vielleicht ihre Augenbrauen macht oder sich schminkt. Und auch ihr Style auf jeden Fall. Das fand ich mega cool. Du bist süß. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen kitschig, aber ich liebe den Dino. Ich finde den voll süß. Na, ich glaube, ich bleib bei den Kirschen. Ich finde die richtig Kirschen cool. Sind voll cute. Ich find die richtig macht was her, oder? Ist nicht mehr so langweilig. Ja, geht auch mega schnell. Voll gepimpt jetzt. Sucht eure Lieblingsfarbe raus. Das ist einfach diese Kackerfliegenfarbe, weißt du, die fliegen, die so auf Kacke immer fliegen, aber ich mag die voll. Ich finde dieses Grün so geil, weil das gibt mir so voll die Rich-Vibes, aber dieser Schimmer, da denke ich auch manchmal an die Fliege. Ist das jetzt dein Grünton? Ja, aber ich mag so Grün voll, so Smaragdgrün. Mich erinnert es irgendwie immer so an etwas Edles, an Prinzessinnen. An, weißt du, was ich meine? Diese Farbe hat so ein Vibe. Isa hat meiner Meinung nach keine schlechten Seiten. Ich überlege, was könnte nerven? Oh doch, jetzt fällt mir was ein. Was? Isa antwortet manchmal 3 Tage nicht. Es tut mir so leid, dass ich immer so spät antworte. Das macht mich so fertig. Ich finde es eigentlich auch entspannt, dass man weiß, okay, der andere ist trotzdem da, aber ist halt gerade mal beschäftigt. Ja. Ich mag auch dieses milchige Weiß richtig gerne. Oh ja. Mag ich auch. Im Sommer vor allem. Richtig schöne Farben. Und das Coole ist hier ja, man kann sich da quasi dann den Nagellack, den man dann umsonst bekommt, als Dankeschön, dass man uns hier besucht hat, kann man sich gravieren lassen. Hey, macht ihr nicht voll Minus mit dem Laden, wenn jeder was umsonst bekommt? Hi. Na, ich würde mir I love you, Isa, drauf gravieren lassen. Jetzt kommst du. Ich wollte Mami drauf machen. Ich würde die Nummer 2 nehmen, wie you. Und dann vielleicht noch ich hab dich lieb, oder? Beste Mama. An der Stelle viele Grüße. Grüße an die Mama. Grüße an die Mutti. All die Persönlichkeiten, die wir auf unserer Reise so kennengelernt haben, das waren alles laute Persönlichkeiten. Hey, wie findet ihr die Karre? Love that for you. Isa. Das ist wieder Isa. Unglaublich. Du musst jetzt. Frag nicht mehr. Das sind meine Klamotten. Das auch? Das auch. Das war zum ersten Mal so eine leise Persönlichkeit mit ihrer eigenen Magic. Meine Magic. Das ist so eine tiefgründige Frage. Da muss ich erst mal überlegen. Boah. Oh Gott.
dass ich den Leuten gerne zuhöre. Und ich versuche halt, den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Und ich munter Leute gerne auf, ich höre gern zu. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen meine Magic, dass ich einfühlsam bin. Was ich geil finde, ist, jedes Mal, wenn ich frage, ey, wie soll ich das in die Instagram-Story schreiben, dann hilft sie mir. Ich liebe das. Dann sagt sie, nee, das ist falsch, lieber mit Komma da, dies, das, das. Und ich so, okay, gut. Bitteschön. Viel Spaß. Danke, Cynthia. Ciao, ciao, ciao. Das fühlt sich auch voll cool an. Wie wenn es so eingestanzt wäre. Ja. Dann würde ich sagen, zeige ich dir noch meine Gaming-Area. Ja, da bin ich gespannt drauf. Oh mein Gott, wie es hier aussieht. Hier ist noch ein bisschen unordentlich. Ja, hier müsst ihr noch ein bisschen aufräumen. Hier haben wir die Gaming-Area und das ist dann mein Bereich. Cool. Für Gäste immer und für mich. Wir haben hier auf jeden Fall Tilted Towers auf dem Screen schon mal. Hier hat jemand anscheinend 16 Punkte geschafft, was gerade nicht so gut eigentlich ist, wenn man das von euch. Und wir haben auch Nintendo Switch. Was ich vielleicht nicht als allererstes machen würde, wäre mir jetzt die Switch ausleihen und mich einfach nur hinsetzen und spielen. Ich mag den Kontrast voll, ne? Von Gaming zu Beauty. Vorne ist so der Beauty-Bereich und kommt hier hinten mit jemandem am Zocken. Wir haben hier noch eine Arcade-Maschine. Ich habe es vorhin versucht, aber ich habe es nicht hinbekommen. Auf jeden Fall haben wir hier Coins. Ich mache mal eins rein. Ach so, auf die Plätze, da müssen Coins rein, deswegen. Kommen wir zum Herzstück. Und zwar hier haben wir die Fotobox. Die habe ich mir vor allem extremst gewünscht. Ah, das ist gut. Das ist perfekt. Bitteschön. Dankeschön. Du sollst dein machen. Ja. Ein Soundtrack für den Store von Selena Gomez. Who said you're not perfect? Dass man perfekt ist, so wie man ist. Dass man sich nicht verändern soll. Und ich finde, das passt ganz gut hier zum Make-up, weil das einfach betont, dass man sich nicht verändern soll, sondern dass man einfach vielleicht seine Persönlichkeit und sein Aussehen unterstreichen sollte und sich so wohlfühlt, wie man ist. Das klingt dann Spaß. Ich bin's voll. Oh mein Gott. Ey, wenn das gegen meinen Kopf wiedergekommen wäre, wäre ich echt mad. Das Magic Studio öffnet seine Pforten. Tragt die frohe Botschaft in die Welt. Und stellt euch eure Nachbarinnen vor. Aber nicht ohne Gastgeschenk. Findet ein passendes Präsent und tauscht euch hoch. Was das? Oh, das wird dein Job. Ich werde sowas von zugucken. Draußen Leute ansprechen? Das war ganz schlimm. Deswegen hat Caro das gemacht. Ich habe zugeschaut. Also, nee, Isa. Einmal so, einmal so. Eine unangenehme Situation für mich. Ich würde am besten mich verschwinden lassen. Und weg war ich. Von meiner Seite aus habt ihr den TÜV auf jeden Fall bestanden. Ich denke, es ist mega cool. Die Leute werden sich freuen. Ich finde, die beiden können super stolz auf sich sein. Sind beides in meinen Augen super Powerfrauen. Isa steht für mich voll für Frauenpower. Deswegen wünsche ich ihr weiterhin viel Erfolg, viel Power und ganz viel Glück. Danke dir. Und ich sag mal so, der TÜV ist auf jeden Fall bestanden. Jetzt wird hier mal gearbeitet. Wir sind's. Ich würde sagen, wir gehen zu Cinemood. Da klopfen wir mal an und sagen Hallo. Cinemood ist ein Nachbar von uns. Ich liebe Cinemood. Mit dem mussten wir uns gut stellen. Ja, weil wir wollen auch, dass sie uns beliefern. Aber wir mussten uns hochtauschen. Wir eröffnen ein Own Your Magic Studio. Hier steht nochmal alles. Ehrenstraße 31. Das kannst du auf jeden Fall behalten. Wir haben nämlich so ein paar Flyer. Ich glaube, wir haben das nicht richtig gemacht. Wir haben einfach getauscht. Wir geben euch eine Schminkbox und wir kriegen Zimtschnecken. Hätten wir eigentlich die Zimtschnecken hochtauschen, weil das war ja unser Tausch. Ja. Und dann hätten wir die Zimtschnecken. Ja. Ups. Hat ja super funktioniert. Können wir hier ein paar Flyer liegen lassen? Bestimmt, oder? Immerhin habt ihr da dran gedacht. Und ansonsten, falls ihr mal geschminkt werden wollt oder ein Umstyling oder eine Beratung in Richtung Schminke, geht auf unseren Nacken. Vielen Dank. Perfekt, danke dir. Ciao. Ich bin riesen Fan von Zimtschnecken geworden. Zimtschnecken. Die schmecken so. Ja. Das ist gefährlich. Sehr gefährlich. Okay, der nächste Store. Also, wir haben jetzt eine coole Tasse von Café de Paris. Da waren wir nämlich auch. Café de Paris ist ganz nice. Das ist nämlich auch direkt ums Eck. Hallo. Hi, hi, hi. Und der Besitzer war ultra süß und hat uns direkt einfach so eine Tasse, wunderschön weiß, mit einem grünen Schriftzug, Teller und einen Löffel mitgegeben. Und ich finde, das müssen wir auch noch in der Theke platzieren. Tja, ich glaube, mit unseren Nachbarn sind wir gut. Die sind happy, dass wir da sind, sage ich jetzt einfach mal so. So, können sich hier umsonst schminken lassen. Ja, alles, was das Herz begehrt. Ja gut, die Nachbarschaft, die weiß Bescheid, dass wir auf jeden Fall da sind. Sehr gut. Aber ich würde jetzt einfach noch ein paar Leuten einen Flyer in die Hand drücken, oder? Gute Idee, Caro. Das ist der Part, wo ich mich drücken werde vor. Oh, schon schrecklich. Okay, dann halt nicht, dann gehe ich zum nächsten. Wie unangenehm ist dir das auf einer Skala von 1 bis 10? Schon so eine 7. Aber das hat super Caro gemeistert. Ich hatte eine Ausbildung gemacht zur Personaldienstleistungskauffrau. Und da bin ich durch die ganzen Vertriebsgebiete losgezogen. Und da war es aber schon so, dass auch teilweise die Tür vor der Nase zugeknallt wurde. Und deshalb ist das jetzt halt eher easy gewesen, weil es ja was Schönes ist. Wir stehen da zu 1000% dahinter. Und da diese Flyer zu verteilen, war okay. Du siehst so schön geschminkt aus. Wir öffnen unser Studio, das ist hier gleich ums Eck. Da gibt es richtig coole Sachen, man könnt euch hübsch machen. Man kann schminken lassen. Da gibt es Nintendo Switches.
Wir haben auch eine Mama mit Kindern getroffen. Das ist auch voll cool. Die Mama kann sich beraten, schminken lassen und die Kinder können ein bisschen zocken. Ja, wollt ihr auch noch? Guck mal. Ja, danke. Yay! Und hier natürlich auch. Ja, sehr gerne. Ciao, bis dann. Ciao. Ich habe dann einfach den Clown gespielt. Fand super. Hey, du hast es voll gut gemacht. Du hast da auch viel übernommen. Mehr Promo, mehr Kundschaft. Verteilt die restlichen Flyer und findet auf der Straße Freiwillige für eine erste exklusive Tour vom Own Your Magic Studio. Geil. Leute begegnen, mit ihnen reden in real life. Hallo Mädels! Wir öffnen unser Studio. Einfach nur als Info. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns besuchen kommt. Wir waren voll happy, als sie den Flyer gesehen haben. Ja. War super. Ja, die drei Mädels waren super lieb. Die wollten auch den Laden sehen, waren voll begeistert. Wir haben ja die ganzen Areas gezeigt, was es so alles gibt. Sehr gut. Ja, unsere ersten Kundinnen waren das voll besonders eigentlich. Deshalb haben wir auch direkt ein Foto gemacht. Als ich auch mein Café eröffnet habe, das war so der erste Kunde, der kommt nach wie vor immer wieder rein. Da gibt es auch ein Erinnerungsfoto und das haben wir irgendwie jetzt hiermit so ein bisschen wiederholt. Ja, ich würde sagen, die Challenge haben wir geschafft, oder? Ich würde sagen, wir sind gut durchgekommen. Die Mädels sind hinten sich die Nägel am Lackieren, die machen sich gerade hübsch. Wie empowernd das hier einfach ist, eigentlich das Ziel, was wir hatten, dass wir das, glaube ich, hier ganz gut geschafft haben. Plus eins. Ich glaube, ich wünsche mir jeden hier. Ja. Weiblich, männlich, divers. Jeder findet hier auch so sein. Dürfen Hunde kommen? Dürfen Hunde kommen? Coco! Coco! Das ist eine gute Frage. Oh, jetzt mag da. Noch einmal ins Gesicht, ne? Also, da kracht's gleich und scheppert's bei euch. Ich lese. Read my lips. Wie gut kennt ihr euch inzwischen? Lest die Antworten auf unsere Fragen an den Lippen eurer Partnerin in Crime ab. Wahrscheinlich sowas, wo du Kopfhörer an hast. Du hörst den anderen nicht und du musst erraten, was er gerade gesagt hat. Ja, ich kann werfen. Ja. Und er fange nicht. Sag mal was. Spaghetti. Jetzt höre ich nichts. Was ist deine Lieblingsfarbe? Schrei nicht so. Was ist dein Lieblingsgetränk? Wasser. Fanta. Wasser. Sag nochmal. Wasser. Fanta. Wasser. Wasser. Ja. Was ist dein Lieblingspiece bei deinem Outfit? Blazer. Blazer. Hose? Blazer. Pelz? Blazer. Blazer. Pelz? Was ist dein Lieblingsmöbelstück? Bett. Bett. Blazer. Mäntel. Blazer, 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 Blazer. Welche Nagelfarbe machst du dir als nächstes? Nude. Grün. Nude. 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 Ja. Gut. Diese Musik, ey. The next step. Gaming in real life. Caro und Isa können sich zurücklehnen und spielen Puppet Mistress mit zwei ganz besonderen Gästen. Wer knackt den Beauty-Highscore?